Immer am ersten Sonntag des Monats ist das Museum zu Rütti offen. Und es zieht immer einen Haufen Leute an, von überall her. Das sind Altstädtner, Besucher, die ihr hier jetzt gerade seht. Und das ist Monika Meier, das ist Museumsleiterin. Und hier auf dem Bänkli, da ist ja mal gesessen. Therese Göldi mit schwarzen Haaren und hat man gesagt, die Schwärzelders Therese. Und da, wo die Leute besitzen, da hat sie einmal gelismet, das Halbdorf hat die Therese kennt. Und als sie gestorben ist, da hat man über das Haus übernehmen und das ist jetzt eben ein Museum. Höchst interessant, das kann ich ja sagen. Wenn man hier kommt, dann sieht man das allererste Mal das hier, die Werkstatt. Ein Haufen gibt es hier darüber zu berichten. Ich bin in den Stegen aufgegangen, ich habe hier oben Stimmen gehört und beim Auflaufen bei den Stegen, da habe ich doch einfach das WC gesehen. Es hat mich erinnert an die Kindheit. Löbli haben wir dem gesagt oder Blumsklo. Und dann habe ich etwas von Liebesbrief gehört. Und der geschrieben hat, ist also wahr. Das ist nicht erfunden. Der hat mir einen Archivar gegeben und der ist dem Zeug nachgegangen und wollte wissen, ja, wie ein Basen bestimmt. Und der hat die nie geheiratet, aber ein Bub hat ein Kind hat er dann angehängt. Hat es also schon da gegeben. Und das ist ein Eheversprechen. Und hinter dran ist dann auch übersetzt. Dann wir uns mal hoch den Räumen leben ein. Sie lässt Therese aufleben. Mit ungeheurem Engagement geht sie von einem Eckli zum anderen. Und ich vermute, das ist ihre Schwester, die schaut genau gleich. Zu jedem Gegenstand weiss sie etwas. Und jung und alt ist fasziniert von dieser lebendigen Erzählweise. Streckliesel. Dann tut man dann so mit der Wolle so durch und dann mit den Nadeln drüber rein. Und dann gibt es dann so eine Strand da unten, raus geht man immer rings rum. Ja, und dort oben haben wir ein Messer in der Wand. Das ist gegen die Träume. Gegen die Albträume. Eben wegen dem Dockeli auch wieder. Oder? Dass die Kinder Albträume bekommen haben. Aber wenn sie dann einmal grösser geworden sind, haben sie dann bekommen wegen dem Messer. Wir haben gespart. Oder? Aber eben, heute ist das nicht mehr so. Heute ist die Qualität auch nicht mehr so gut. Die Vergangenheit wird lebendig mit der Annemarie Isenmann. Man steht mitten drin, nach bei der Therese, die noch gar nicht so lange verstorben ist. Einstige Werte leben auf, Raum für Raum, Gegenstand für Gegenstand. Die Mausfallen ein ständiges Thema in so einem Haus. Schuhe, die man nicht häufig hatte, die hier auf den Stegen sind, rauf, zum Lied, zum Estrich oder der Wäscheschrank. Die Aussteuer war wichtig. Eben die Liebe zum Detail. Ein Bügeleisen mit Kohle befeuert. Und was das ist, was ich spinnen, weben und so weiter, Heimarbeit natürlich, man war eigentlich ständig am Arbeiten. Und die Utensilien, die zeigen, Therese war eine fleissige Frau. Immer ein kleines bisschen dran. Und da, wo sie da am Fenster sitzt, wo man sie da sieht, hat sie rausgeschaut, aber auch dort immer beim Arbeiten. Ja, Therese, eine fleissige Frau. Hat immer müssen arbeiten. Da sieht man es gut. Das ist die Foti, wie sie es gemacht hat. Das ist so ein Musterplatz, wo sie in der Arbeitsschule haben müssen machen. Dort auch mit den Bienenstiften. Und das hier ist ein Teil, den man konnte auf den Stickrahmen stecken und dann hat man Nasentücher rundiert, rolliert, ja. Man hat es dann fest, oder die haben ganz feine Säume ringsum, da hat man dann da genommen. Schere, da hat man Sorge gegeben, heute sind sie ja nicht mehr wert. Heute geht man es fort. Und dort hinten haben wir noch den Strickstrumpf. Und man musste in der Arbeitsschule stricken und dann oben an der Wand. Mhm. Und dann musste man Löcher reinmachen und flicken. Wahnsinn. Heute tun sie gerade nicht einmal Melismen. Molismen tun schon, nein, auch, aber alles hat ein bisschen anders als früher. Ja, ein Kinderhort braucht es übrigens in diesem Museum nicht. Da kann man ja immer ein bisschen klettern, die Stegen rauf, die faszinierend auch nebst vielem anderen. Jetzt haben wir noch lustige Mausfallen. Für zwei Mäuse. Wir wären jetzt eigentlich durch. Das Interesse aber bleibt. Es gibt Fragen zu der Therese. Sind das Sachen von der Therese? Wie war das? Es war eben schade, sie haben natürlich das Haus ausgeräumt. Ja.
das Zeug fortgeht, in die Mulde tun. Mhm. Und ist gerade oben, das Ofenbänkchen, das unten ist, das haben wir noch nicht lange. Das hat die Frau mitgenommen, weil sie gerollt hat. Und dann ist sie gekommen, sie geben uns das Ofenbänkchen wieder, das gehört doch da rein. Ach so. Das ist jetzt original. Aber sonst wäre noch viel da gewesen, was man hätte können brauchen. Ja, oder? Aber sie haben das natürlich leer verkauft. Das heisst leer, in Anführungszeichen, im Keller und auf der Höhebühne oben haben wir noch Muldenweiss vorgefallen. Aber im Haus ist halt ist alles leer gewesen, bis der Teppich und ja. Aber eben, da hat man halt auch nicht gewusst, dass sie das kaufen, oder? Ja. Sonst hätte man können jemanden etwas drin lassen. Weil die Leute fragen mich immer, ist das noch von der Therese? Da muss ich mal sagen, nein. Ja. Oder? Na gut, das ist jetzt schon auch während der Führung rausgekommen, aber es ist ja, es geht ja in dem Sinn weniger um sie als Person. Nein, es ist ja eigentlich um die frühere Lebensweise. Wie man früher gelebt hat, ja. Ja. Und klar, die Leute, die sie kennen, die haben auch noch Freude, wenn ich einmal eine kleine Anekdote erzähle von ihnen, oder? Was sie mir nicht ein bisschen erzählt hat, oder? Und dann ist sie immer auf dem Bänkchen gehockt mit der Katze auf den Schoß und hat gerismet und alles beobachtet ringsum. Ist ja lustig gewesen. Ja. Oh, sie würde schön staunen, wenn sie es sieht jetzt. Ja. Dann gehen wir mal langsam runter. Ja, mal. Also, herzlichen Dank, das ist sehr interessant. Also, du würdest es einfach weiterempfehlen. Oh ja. Wunderbar, danke vielmals. Danke auch vielmals für den Besuch. Ja, danke schön. Ja, es gibt doch noch ungeheuer viel hier zu beobachten. Ich bin noch ein bisschen oben geblieben, habe so ein Bild gesehen. 10 Jahre alt, die schönste Zeit, ein Knabe voll Glück und Fröhlichkeit mit 20 Jahren und mit 30 Jahren und mit 40 Jahren, mit 50, der in der Stille stand, der mit 60 Jahren. Also eben, schon rein an dem Bild kann man sich fast nicht satt sehen. Es ist wirklich interessant, die kleinen Details hier mal genau anzuschauen. Natürlich gibt es dann das Gleiche auch für die Frau. Auch das fängt bei 10 Jahren, geht bei 20 weiter und so weiter. Und irgendwie bei 50, das ist in diesen Bildern drin, eigenartig, da ist immer der Stille stand. Also tut man sich zurück besinnen, an Enkel denken schon. Aber es geht dann gleich noch recht viel weiter, also bis 100 Jahre. Ja, eben. Um alles so zu erfahren, müsst ihr einfach mal selber in das Museum gehen und dann vor dem Museum auch ein bisschen mitreden über all das, was ihr auch gesehen habt. Es ist wirklich interessant, auf welche Themen dass man auch kommt, was einem wirklich interessiert hat, was einem wieder in den Sinn kommt, was man wieder zurückgewinnt aus der Vergangenheit. Ja, eben. Die Heimfahrt, hä? Und dann geht man bereichert heim. Ganz eindeutig, wenn man in dem Museum zu Rüti war. Du, hey, wie hat es euch gefallen da hinten? Gut. Was hat euch vor allem gefallen? Die Küche. Oh, das ist ja wahr. Doch. Und Nähen mit einer Maschine, könnt ihr das? Was ist mit einer Nähmaschine? Ich glaube nicht. Ach komm, ein bisschen treten oben herheben, ist doch keine Sache, oder? Habt ihr daheim aber keine Holzheizung mehr, oder? Nein. Also warum hat euch denn die Küche so gut gefallen? Weil sie einfach. Ich habe das Brünneli und Kochsachen cool gefunden. So, ja. Cool, jetzt haben wir etwas zu erzählen daheim, ja? Ja. Das, was ihr gerattert hat, war die Kaffeemaschine. Man trifft sich also wieder bei der Therese, hier jetzt beim Museum. Eben bei Kaffee und Kuchen oder auch mit ganz speziellen Vorstellungen, wie der langjährige Obrieter Posthalter, der Rudi Loher, der hier vorbeikommt. <ist. lacht> So, was macht denn da noch Obrieter als heute? Ja. Wir sind Radiosfans. Ja, ich bringe einen Vorschlag für die nächste Saison. Ein bisschen früher halt, aber es muss auch alles geplant sein, oder? Aha. Also gut, Da hast du alles dahin. Ja, also ich habe noch mehr, aber ich habe es mal... Letztes verhandelst du mit der Monika? Ein Muster habe ich jetzt einmal gebracht. Aha. Einmal Pöstler, immer Pöstler. Immer Pöstler, aber ein alter Pöstler. Ja, aber was ist denn in dem Sack drin? Was hast du denn vor? Also, der Vorschlag ist Poesiealbum Ausstellung Museum Rüti. Nächstes Jahr. Das habe ich auch. Hoppla. Das ist so cool. Super. Ich habe zu Hause ein Poesiealbum aus dem Museum mitgebracht. Das wäre doch mal ein Thema. Hey, du, das ist ja Feuer und Flamme. Ja, es ist schon Feuer und Flamme. Ja. Hast du da Liebesgeschichten drin, oder was? Ja, also hat so Vers sind Liebesvers, oder? Aha. Aber, das haben wir mal einen vor.
Ja, ja, jetzt will ich mal, ja, ja. Muss ich mal schauen, warte mal. Was wir überhaupt da vorlesen? Ja, da ist ja da noch ein bisschen Deutsch geschrieben. Da. Gut, hä? Ich muss jetzt mal da schnell an. Also zur Erinnerung. An Unschuld sei der Lilie gleich, dem Veilchen, das ein Demut reich, bescheiden sei wie immer grün, dann wirst du schön und Rosen blühen. Gewidmet von deiner Mitschülerin Adelheid Bond. Und sie auch? Ja, das ist mal 1917. Ja, gerade 100 Jahre. Du, ein Blumenkavalier macht das daheim auch so? Nein, nicht fotografieren. Ja. Nein. Also er schenkt jemand auch Blumen, oder nicht? Wir haben schon, ja, ja. Eben, ja. Du, da geht einiges ab hier, alle in dem Museum. Ja, ja, sicher. Das alte Gebäude, ja, das belebt die Leute. Ja, sicher. Die Leute haben Freude daran. Ja. Also ältere Leute fühlen sich wieder in die Jugend versetzt, oder? Und die Jungen staunen nur, ja, ja. Hast natürlich jetzt nicht alles gesehen. Lang und weit nicht, nur ein paar Impressionen. Ja, ja, ja. Du, jetzt wollen wir schauen, was da der Meister Lohr vorbereitet mit der Monika Franz. Schau mal. 14 Jahre, darum tust du wieder mal etwas machen, oder? Nein, also das ist gerade ein Vorschlag. Ich habe mehr Dokumente. Nein, das ist weil der super. Aber da haben wir natürlich noch andere Sonnenschnell. Ich will es auch noch schnell sagen. Schauen wir doch mal hin. Du, Monika, das ist ja interaktiv, so ein Nachmittag. Ja, super. So besser kann es nicht laufen. Oh je! Yeah. Ja, ja, was ist das ist ein Muster. Ja, das ist ein Muster. Oh. Wunderbar, also herrlich. Wunderbar. Oh, wunderbar. Das neben dir Albumbild. Die hat man doch da reingeklebt, wo genau. Albumbild, ja. Genau, das kenne ich auch noch. Meine Oma hatte die immer. Schon? Haben wir da auch Brief? Ja, sicher doch. Ja, ja. Ja. Also entweder da, hat man was gemalt also und dann spricht so braucht sie, aber sie ist leider ausgestorben. Also die Art ist total ausgestorben, aber heute hat sie etwas anderes. Das junge Volk hat da die Freundschaftsbücher. Genau. Und die gehen die. Oh aber, je, sie ist, aber sie ist nicht das Gleiche. Nein. Cool. Nein. Oh nein, man droht. Ja, oh, ja. Hier die. Ja, ja. Nein, das sind alles ausgestanzte Bilder. Also ja, genau, genau. Die sind Fängel und Deutschland. Alles Deutschland, genau. Klein aber auch hoch. Das Museum zu Rüti bietet viel. Wir haben bei unserer Steppiseite nur einen kleinen Teil beleuchten können. Aber eins sage ich euch, wir bleiben dran.